Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Video Skepsis um das Thema Familienaufstellungen. Es gibt natürlich immer wieder diese Fragen, was ist überhaupt Familienaufstellung, wie soll denn das gehen, was bringt denn das? Und eine Realität ist, dass ich mich sehr freue, dass sehr viele Menschen übers Internet kommen und die nutzen natürlich einige der Chancen, die ich anbiete, um Familienaufstellungen kennenzulernen. Sei es das kostenfreie Webinar, das ich immer wieder veranstalte, sei es sich im Newsletter bei mir auf der Homepage oder im Blog eintragen, wo dann die Möglichkeit besteht, angeschrieben zu werden. Ich mache mehrfach im Jahr eine kostenfreie Mail-Challenge von 8 Tagen, wo man die Aufstellungsarbeit kennenlernen kann. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du mein Buch gekauft hast und da dich reingelesen hast. Und so kommt es aber dennoch, dass Menschen eben, wenn sie mich noch nicht so kennen oder nicht übers Internet kennengelernt haben, dass sie auf Empfehlung auf der einen Seite aus der Not heraus, weil sie Stress mit ihrem Pferd haben, über den Tellerrand schauen, sich mit Themen wie Familienaufstellungen für Pferde beschäftigen wollen oder müssen und es natürlich dann gut tut, einfach sich mit dieser Skepsis erstmal beschäftigen zu dürfen. Was bedeutet überhaupt Skepsis für mich? Skepsis ist eigentlich erstmal was Gesundes, dass man das Neue erstmal mit kritischen Augen betrachtet. Man zweifelt, kann mir das überhaupt was bringen? Und was ist es überhaupt? Was macht es überhaupt? Ich möchte jetzt hier in diesem Video nicht so sehr auf die Familienaufstellung an sich eingehen, weil dazu gibt es natürlich dieses breit gefächerte Angebot bei mir, ob es im YouTube-Kanal, Fanpage, bei Facebook, in meiner Gruppe, wo diskutiert werden kann, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es gibt einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, mich auf unterschiedliche Arten bzw. die Aufstellungsarbeit auf unterschiedliche Arten kennenzulernen. Mir geht es mit diesem Video jetzt mehr darum, erstmal zu respektieren, dass es Menschen gibt, die skeptisch sind. Und wie kann ich dir helfen, indem du dich erstmal mit der gesunden Skepsis, die meiner Meinung nach auch Sinn macht, auseinandersetzt, um dann dir zu helfen, einen Weg zu finden und zu spüren, passt es zu dir? Oder passt es nicht zu euch, zu dir und deinem Pferd in dem Fall? Weil ich der Meinung bin, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich wohlfühlt oder zumindest das Sicherheitsgefühl so weit wie möglich hat, um sagen zu können, ja, das ist mein Ding. Oder mit der Frau will ich das machen. Die Technik gefällt mir zwar, aber ich fühle mich da vielleicht nicht wohl. Ich würde es lieber bei einem Mann machen, dass du zwar von mir jetzt die Technik mitnimmst. Ich habe jetzt mittlerweile ja schon viele Schüler ausgebildet. Dass Menschen sagen, sie möchten lieber vor Ort eine Aufstellung haben, dass du wirklich ein Gefühl dafür bekommst, was ist für dich, für euch das Richtige. Und eines dieser Aspekte, wenn Skepsis da ist, ist natürlich, dass man sich erstmal anfängt, sicherlich der erste Punkt, mit dem Thema an sich auseinanderzusetzen, überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn das eigentlich, um was geht's da. Und da macht es natürlich sicherlich Sinn, dass du mal so ein bisschen quer guckst, auf meiner Homepage, wo so die meisten Informationen über Familienaufstellung meiner Meinung nach so reduziert zusammengeschrieben sind, dass du für dich einfach mal so ein bisschen gucken kannst, was macht denn das mit mir, wenn ich mich darauf einlasse. Für die Menschen, die nicht so gerne lesen, biete ich eben hier den YouTube-Kanal an, dass du da so ein bisschen rumstöbern kannst, mal das eine oder andere Video reinklickst, dass es dich auch vom Thema anspricht. Hast du mehr ein psychisches Thema mit deinem Pferd, dass es webt? Da habe ich ein Video dazu. Hast du mehr ein Krankheitsthema? Da habe ich ein Video zum Thema Krankheit und Aufstellung. Möchtest du vielleicht doch ein bisschen mehr mich tatsächlich persönlich kennenlernen? Ich bin immer wieder live eben in der Facebook-Gruppe oder biete eben andere Möglichkeiten an über das Webinar, über die Möglichkeit, wenn ich mal unterwegs irgendwo auftrete, dass man mich kennenlernt. Das ist natürlich manchmal, je nachdem, wo du wohnst, auch ein bisschen schwieriger. Ansonsten ist nach diesem Reinlesen, Reinschauen, Reinhören der nächste Schritt ins Gefühl gehen. Und das ist manchmal für Menschen etwas schwieriger, weil ein negativer Teil von Skepsis ist, dass die Menschen, wenn sie Stress haben, vom Herz in den Kopf gehen. Und es kann sein, dass es passiert ist, weil du in der Kindheit einfach öfters auf dein Gefühl gehört hast und Eltern gesagt haben, ah, du wieder. Das heißt, es wurde abgelehnt, wenn du dein Gefühl geäußert hast oder wenn du auf dein Gefühl gehört hast. Oder du hast Lebenssituationen gehabt, da hast du auf dein Gefühl gehört und es hat sehr, sehr negative Konsequenzen gehabt. Du hast auf dein Gefühl gehört, hast ein Pferd gekauft und alle sagen,
was hast du denn da für einen kaputten Zossen gekauft? Du hast aber das Gefühl gehabt, das ist aber das, was ich mir wünsche, das passt aber zu mir. Und der Verstand beurteilt natürlich die Situation dann anders, wenn dieses Pferd krank ist, viel Kosten verursacht oder eben dich abgeworfen hat oder gar nicht so nett ist, wie du gedacht hast. Es kann natürlich nicht nur im Pferdeleben sein, dass es dich betrifft mit dieser Skepsis, sondern wenn du auch partnerschaftlich oder im Job Entscheidungen getroffen hast aus dem Gefühl heraus und das hat negative Konsequenzen gehabt, dass du geheiratet hast, weil du gefühlt hast, boah, das ist der Mann meines Lebens, dann ist die Beziehung total in den Bach runtergegangen. Oder. Das heißt, da gibt es einfach immer wieder verschiedene Aspekte von jedem Thema. Und wenn du nun skeptisch bist und denkst, was soll denn das bringen, was bringt es mit mir, oder was soll das eben meinem Pferd bringen? Gebe ich nur wieder Geld aus und es passiert auch nichts, wie bei den vielen anderen Sachen, die ich gemacht habe? Dann ist natürlich, wie gesagt, das eine Thema, dass es gut tut, wenn du dich auf deine Skepsis einlässt und dich auch hinterfragst, ist es für mich eine gesunde Skepsis oder wann steht mir die Skepsis im Weg? Und ich habe natürlich auch einen Teil NLP-Ausbildung gemacht. Ich bin seit 22 Jahren Heilpraktikerin, Psychologin und habe sehr, sehr viele verschiedene Ausbildungsaspekte inhaliert, integriert und NLP war ein Teil davon. Da hat man sich so vorgestellt, wie verschiedene Wesenanteile so am Tisch sitzen und man mit denen Kontakt aufnimmt. Und ich habe einen sehr, sehr, sehr starken inneren Kritiker, der manchmal sehr nah an diesem Skeptiker ist. Der sagt, schon wieder irgend so ein Scheiß, was willst denn du damit? Und dass ich gemerkt habe, dass es manchmal total gut tut, auf diesen Kritiker zu hören. Aber dass ich ihn, wenn ich ihn verwandle als Coach, er mir besser tut. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt deutsch besser ausdrückt. Er mich mehr unterstützt. Ich mich unterstützter fühle, wenn ich den Kritiker nicht vor mich stelle und der mit mir diskutiert und ich dann hart werden muss, um meine Meinung durchzusetzen oder mir Angst macht. Oh Gott, ich wieder. Dass ich den Coach mehr hinter oder neben mich stellen kann und dass der mir einen guten Einfluss mit mir machen kann und gute Ideen hervorbringt. Wie ich zum Beispiel von der Skepsis in die Klarheit komme. Wie ich zum Beispiel überprüfen kann, ob das was für mich ist. Dass ich für mich Wege entscheide. Für manche Menschen ist es eben das Bauchgefühl, die dann sagen, okay, jetzt habe ich mich informiert, mein Bauch sagt, das ist es. Also das ist das, was ich von den Menschen, die zu mir kommen, ganz oft höre. Andere fragen einen Menschen, den sie vertrauen. Was sagst denn du dazu? Und wenn dann der Vertrauensmensch sagt, doch, das fühlt sich für mich gut an, dann ist das der Stellvertreter von dem Coach, den man sich neben sich stellen kann und sagen kann, okay, wenn der das sagt, dann probiere ich das jetzt mal. Oder der Coach kann sein, und das ist das, was ich besonders liebe, ist, dass du vielleicht an dieser Stelle sogar schon mal die Aufstellungstechnik für dich ausprobierst. Bedeutet, vielleicht hast du schon das Webinar gemacht, vielleicht hast du schon ein Video von mir angeschaut. Wie geht denn das mit den Aufstellungen, dass du mal dich und die Aufstellungsidee aufstellst? Wie steht denn das? Fühlst du dich wohl dabei, wenn du da hinschaust? Oder hast du das Gefühl, wenn du dich auf also zwei Stühle aufstellst, wenn du dich auf den Stuhl der Aufstellungstechnik setzt, hast du das Gefühl, oh, da verkrampfe ich mich ja total, das macht mir wirklich Angst. Und dann ist ja die Frage, ist die Angst berechtigt, weil es einfach nicht passt, weil du das Gefühl hast, es macht mir zu viel Druck? Oder wenn du dich näher eben mit diesem Thema beschäftigst, dass du merkst, ah, es ist zwar im Moment ein mulmiges Gefühl, weil ich es nicht benennen kann, weil es fremd ist, weil es mit Themenaspekten zu tun hat, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe. Aber wenn ich mich ganz drauf einlasse, dann spüre ich, ich möchte mich drauf einlassen, ich fühle mich wohl. Und ich habe jetzt hier in der Sattelkammer gerne gedreht, weil das ein Ort ist, in dem ich mich sehr, sehr wohl fühle. Hier ist bei mir auch sehr viel Wandel passiert. Und auch, ich schaue jetzt so auf meine Lehrer hier, wie sich so mein Leben in den letzten 10 Jahren mit der Pferdearbeit verändert hat, von dem, wo komme ich her, wo gehe ich jetzt ein Stück hin, dass ich gemerkt habe, dass auch ganz oft eine Skepsis mir im Weg stand, aber dass diese Verwandlung zu dem Coach-Inneren sagen, doch, ich glaube, das ist der nächste Schritt, es fühlt sich gut an, dass mir das sehr, sehr gut getan hat und ich schaue jetzt auf den Titelblatt von meinem Buch, das hier auch hängt, und dass ich irgendwie merke, auch mein Buch zu schreiben war natürlich mit sehr viel Skepsis, bringt es was, wollen es überhaupt die Leute lesen, kommt es gut auf den Markt an, und da merke ich jetzt so, während ich hier auf die Bilder auf der rechten Hand schaue, dass die Pferde, die mich zu diesem Wandel getrieben haben, beide Spanier hatten
unglaublich viele Probleme. Der Spanier, mit dem ich eine lange, lange, tiefe, emotionale Reise hatte, der vor 2 Jahren gegangen ist, war die Grundlage für mein Buch. Für ihn habe ich überhaupt die ganze Aufstellungsarbeit entwickelt. Und ich war auch sehr skeptisch vor 20 Jahren, als das angefangen hat. Kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Aber er ist einfach gestiegen, hat viele Rückenprobleme gehabt und die Wandlung zu einem total kooperativen Pferd, das ich auch nach 2 Jahren noch vermisse, weil wie das einfach mit dem Reiten dann war, aus dem Galopp nur zu denken und ins Halten zu kommen, in ein gesetztes Halten zu kommen, das werde ich in diesem Leben so sicher nie vergessen. Beziehungsweise das zweite Pferd, der Spanier, der jetzt im November gegangen ist, der einfach ganz viel Trauma und Ohnmacht mitgebracht hat. Er hat aber sehr dazu beigetragen, dass ich auch für das Buch gekämpft habe. Und ich möchte an dieser Stelle euch einfach die Chance öffnen, dass wenn du skeptisch bist, ja, es beinhaltet ganz oft ja auch, dass du an einer schmerzhaften Lebensstelle bist. Du bist im Umbruch, du bist im Wandel. Und ich möchte an dieser Stelle einfach auch mal sagen, du kannst sehr, sehr gerne, wenn du da merkst, da sind Ängste, da ist Stress, auf dem YouTube-Kanal Hofhutmacher schauen, Angelika Hutmacher. Das ist ja meine Psychologiepraxis, Naturheilpraxis. Da habe ich unglaublich viele Videos gemacht in den letzten 2 Jahren zum Thema, jetzt gerade auch hier zum Thema Zeitenwandel, wenn sich was verändert, wenn es Angst macht, was gibt es da für Tipps? Wenn du wütend bist aufgrund der Skepsis, weil du denkst, zum Donnerwetter, was soll ich denn jetzt machen? Wenn du merkst, dass du Versagensängste hast, es gibt sehr viele Videos zu den unterschiedlichen Themen. Wenn du merkst, dass du Hilfe und Unterstützung möchtest, aber erstmal eben auch nichts bezahlen willst oder kannst, weil du kein Geld hast, schau dich da um, schau, was dir hilft, schau, was dich unterstützt, dass du spürst, dass Skepsis was Gesundes sein kann, das den Wandel formt und dass du das Geschenk bekommst, was ich jetzt hier in der frisch gestalteten, neu renovierten Sattelkammer erlebe, Sicherheit, Vertrauen und dass du mit dieser Sicherheit und mit diesem Vertrauen in einen nächsten Lebensabschnitt gehen kannst, mit dem Pferd, das du hast, das dir vielleicht bis heute Kummer bereitet, warum du diesen Video überhaupt anschauen musst, weil du nämlich denkst, was mache ich denn jetzt? Und dass du auch fühlst, was viele jetzt in meiner Facebook-Gruppe sagen, boah, tut es gut, wenn man eben spürt, ich bin nicht allein mit meinem Konflikt, sondern gibt es noch ganz viele andere Menschen, die ähnliche Fragen, ähnliche Probleme, ähnliche Sorgen, ähnliche Ängste haben. Und dass du schaust, wo sind Menschen, die dir weiterhelfen können, dass du spürst, dass du auf dein Bauchgefühl vertrauen kannst und damit auch mehr Nähe zu deinem Pferd zulassen kannst und damit in eine tiefere Gemeinsamkeit dich entwickeln kannst mit dich und deinem Pferd, dass du einfach das spürst, was wir alle wollen eben. Nähe und Gemeinsamkeit, eine schöne Zeit mit unserem Pferd. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, teile ihn mit anderen Menschen. Natürlich gerade, wenn du mit anderen Menschen sprichst, die Stress mit Familienaufstellungen haben, das ist, du, ich habe dein gutes Video gesehen, Skepsis ist was Gutes und wenn sie verwandelt wird, dann wirst du einfach deutlich fühlen, was ist deins. Also teile es mit deinen Freunden. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit. Ciao.